Nationaler Aktionstag in Indien. Bauern im ganzen Land haben heute gestreikt. Unterstützung für die Landwirte kam von Eisenbahnarbeitern, Lkw-Fahrern, Lehrern und verschiedenen Gewerkschaften. Sie alle kritisieren die von der Regierung geplante Agrarreform, weil sie Angst haben, dass große Konzerne künftig noch mehr Vorteile haben könnten, die Preise drücken und damit kleinere Bauern um die Existenz bringen. Sie wollen Indien für einen Tag lahmlegen. Bauern blockieren eine Autobahn, die nach Neu-Delhi führt. Mehrere Oppositionsparteien und Gewerkschaften unterstützen sie. Märkte bleiben geschlossen, Züge fahren nicht. Die Bauern haben zum Generalstreik aufgerufen, gegen die Landwirtschaftsreform der Regierung von Ministerpräsident Modi. Wir sind entschlossen, den Kampf zu gewinnen. Diese Bewegung wird weitermachen, bis wir Modi besiegt haben. Wir gehen erst dann nach Hause, wenn die Gesetze aufgehoben sind. Die Proteste, die seit Wochen immer größer und lauter werden, entzünden sich an drei geplanten Agrargesetzen. Auch hier im Ort Sonipat im Nordwesten Indiens befürchten Bauern wie Ven Singh und Vijender Jia, dass demnächst große Agrarkonzerne viel Macht bekommen und die Erzeugerpreise der Bauern sinken werden. Wir machen uns Sorgen, große Sorgen. Unsere Kinder werden verhungern. Was könnte mehr Sorgen bereiten als das? Man soll seine Lebensmittel jetzt überall verkaufen können. Aber wenn man mit seinen Agrarprodukten, die auf einem halben Hektar Land angebaut wurden, 200 Kilometer fahren muss, würde man nicht einmal genug verdienen, um die Transportkosten zu zahlen. Bauern sollen in Zukunft direkt mit Supermarktketten über Preise für ihre Agrarerzeugnisse verhandeln können. Bisher tun sie das über staatliche Zwischenhändler, die ihnen garantierte Mindestpreise zahlen. Der Zorn der Bauern könnte für Modis Regierung gefährlich werden. Denn mehr als die Hälfte der indischen Bevölkerung lebt von der Landwirtschaft. Und die Solidarität mit den Bauern ist groß. Heute haben viele ihre Geschäfte und ihre Fabriken geschlossen, um Solidarität mit den Bauern zu zeigen. Diese Unterstützung wird immer größer werden. Die Regierung ist zu Zugeständnissen bereit. Die Bauernverbände wollen die geplanten Gesetze aber ganz kippen. Die nächste Gesprächsrunde ist für Mittwoch geplant.